Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute, wie wir diesen Fichtenhonig ganz einfach selber machen können. Gerade Fichte, ein super Mittel, Hausmittel bei allen Atemwegserkrankungen. Wichtig, dass ihr beim Sammeln schaut, dass das wirklich Fichte ist und das nicht verwechselt mit Eibe. Genau, wenn wir die Fichte gesammelt haben, könnt ihr die zarten Äste in kleine Stückchen schneiden, beziehungsweise die Nadeln von den Ästen runterzupfen. Ja, das ist eine ziemliche Abarbeit. Ich habe das mit Tanne und Fichte gemacht und das war ein tagelanges Projekt. Lohnt sich aber definitiv. Ihr gebt das einfach in so ein Marmeladenglas mit zum Beispiel Rohrzucker. Es gibt natürlich Alternativen. Ich weiß, viele schreien jetzt gerne Zucker. Ihr seht eh, ich habe die Tannen, die Fichtennadeln in alles Mögliche eingelegt. Wichtig, dass ihr das 6 Wochen stehen lasst und dann könnt ihr diesen Fichtenzucker in einen Topf geben mit so 50 Milliliter Wasser oder Fichtentee und das Ganze erhitzen, damit ihr die Nadeln aus dem Zucker rausbekommt. Und das ist, wenn das 6 Wochen stehen gelassen wurde, dann oft wirklich schwer. Außer man erhitzt das. Und dann siebe ich das Ganze. Das ist auch ein bisschen so eine Arbeit, lohnt sich aber. Wenn das abgekühlt ist, könnt ihr dann hier das Ergebnis eben diesen Fichtenhonig bzw. Fichtensirup in verschraubbare, sterile Marmeladengläser füllen. Und wie gesagt, zum Beispiel bei allen möglichen wie Husten, Heiserkeit, grippale Infekte etc. könnt ihr diesen Fichtenhonig optimal verwenden. Einfach so ein Esslöffel von diesem Fichtenhonig in zum Beispiel auch euren Tee, je nachdem, wie ihr das gerne mögt. Ja, und das hier mein Tipp für euch, den ich euch heute mitgebe. Alles Liebe, bleibt gesund, bis zu einer neuen Folge. Tschüss.